Wache, irgendwie. Oh! Ha! Oh. Okay, sei froh, dass das nur die scheiß Kamera ist. Was? Ja, ja. Aceton. Okay. Acetylen. No! Ich hab doch... Tja, Benni, ich verleihe dir hiermit den offiziellen Quicktime-Titel an dich. Vor allen Dingen, ich war auch gerade nicht an der Maus dran. Er musste erstmal zur Maus hin und dann... I know. It's hard, Benni. It's hard. But it's unfair. Oh, nee. Ich glaube, fass da rein. Hol die Kamera raus, mega. Graue. Das sieht aus wie ein schönes Säurebad. Ja. Ah, dann fass da nicht rein. Vergiss die Kamera. Oh, scheiße, jetzt haben wir keine Skills? Keine Beweise mehr. Ja doch, das Einzige, was wir machen können, ist hier, ne? Mit dem Blitzlicht, so. Aber das war's. Wirklich. Münzen! Da haben wir wieder die Münzen. Eine dicke 10er-Münze. Jawoll. Wobei wir immer noch nicht wissen, was wir damit machen, aber wir haben Münzen. Das ist wichtig. Können wir hier nochmal Fotos machen von? Ja, okay, Zelle. Achso, nee, wir machen hier keine Fotos. Es sind ja nur Blitz. Ich kann sagen, wir machen keine Fotos. Ja, ich habe ja den Apparat vergessen, oder? Ne, verloren. Du hast den Farbfilm vergessen. Außerdem kann ich ja noch sagen, so von wegen, okay, die Quick Times Event auf der Tastatur ist halt anders als auf dem Controller. Och, komm, hör auf jetzt, Alter. Da wäre ich natürlich ja, Controller na, sicher, na, 20.000 Mal besser. Das, ja, ja, das ist alles Schall und Rauch. Oh, guck mal hier. Schön, der Gute. Der Gute für... Oh, da oben, hör mal. Da oben haben wir noch was richtig Schönes. Fettes Objektiv. Oh, ja. Wenn der schon so... Pass auf, jetzt kann ich mit meinem Stab... Genau. Sip, sip. Aber bringt mir ja nichts, ich habe ja keine Kamera mehr. So. Jetzt habe ich ein Objektiv ohne Cam. Bringt nichts ohne Kamera. Alter, die Kommentare von dem... Ja. Ja, super, jetzt haben wir... Okay. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem ohne Kamera. Ich glaube, dann ist der hier ganz schön aufgeschmissen. Glaube ich. Aber ich glaube, wir haben jetzt sowieso in der Folge, machen wir hier gerade eh alles falsch, was wir falsch machen können. Naja, schauen wir mal. Also, was... Also, bis auf den Charlie, da gebe ich dir recht, da glaube ich noch, dass Charlie lebt. Der wird als die Meisterrüstung irgendwo nachher rauskommen. Bald mal mit ein bisschen Sonnenbrand. So, hier kommen wir jetzt nicht raus, weil es verschlossen. Der Typ muss ja einen Raum mit 1000 Buttons haben. Ja, für jede Wand eine. Ja, absolut. Aber es sah immer nur so aus wie ihn. Das ist halt so ein Serientaster, wisst ihr? Er muss halt immer durchklicken. Verstecken? Ja, ich drück doch. Ach du Scheiße. Was ist denn? Vor allen Dingen, ich drück die ganze Zeit Q und er reagiert nicht. Ja, so viel zu Quicktime, Alter. Ich drück die. Das Schlimme ist irgendwie, also ich hoffe nicht, dass das der Typ aus der Vergangenheit da ist, irgendwie, aus diesem Vorfall da in Connecticut oder wo die da waren. Weil ja. das würde ich recht lame finden, wenn das die Aufschlüsselung ist. Aber anders gesagt, wer soll es sein? Welcher andere Charakter? Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt haben wir gleich, ich habe gleich ein Problem. Okay, ich habe keinen Dank. Ja, da wollen wir doch mal hinterher, oder wie? Na warte. Nicht, dass er noch im Raum ist. Also ich kann mich jetzt... Oh doch. Hast du recht, ich kann mich noch verstecken. Ich würde gerade sagen, dann kann ich mich bestimmt nicht mehr verstecken, aber... Aber ja, wie lange soll ich jetzt hier ausharren? Halt Glück ist mit dem Mutchen, los. Oh, kannst du den Stab im Säurebad benutzen? Das ist eine gute Idee, der Vater. Ja, gut, wirklich gute Idee. Ich frage es nur, die Kamera. Probieren wir mal. Kann ich hier nochmal kurz rein und kann nochmal sagen, hallo? Ich möchte die Kamera retten. Hallo? Nee, kann ich. Ich kann leider nicht. Kann ich das Bad ablassen? Auch nicht, dass ich irgendwie sehe. Seitlich von dem Ding oder so? Nee. Ich kann jetzt nur zurück.
Also mehr kann ich leider nicht einsehen. Kann ich mich anderweitig hier hinstellen? Kann ich hier irgendwie nochmal was ablassen? Nee, schade. Mist. Tja, dann lass uns mal gucken, wo der da durchgelaufen ist. Hier, da ist er durch, okay. Und wir können natürlich nicht durch, ist ja logisch. Nö. Ja, klar. Ist hier noch irgendwie... Mediationsfeld oder irgendwas? Wo ist oder der warte. Genau, der ist ja von hier gekommen, der hat uns jetzt bestimmt genau die Tür aufgelassen. Ist aber netter. Ist ein netter. Kann man ja nicht anders sagen. Ach du Scheiße. Ach, sein Puppenzimmer, wie schön. Ja, toll. Das Meisters Hobbykeller. Und hier die Tür zu? Oh ne, er kommt wieder, oder? Nee, ich weiß nur nicht, wo ich mich verstecken kann. Da. Ja, wo? Oder da, ja. Da. Wird anscheinend immer mit dem Pfeil angezeigt. Ja, da kommt man aber so schnell nicht so hin. Oh Gott, das verkacke ich doch jetzt. Ach, Benny, was ist los heute, Alter? Das Schlimme ist... Warte, das muss ich jetzt kurz sagen. Ne, du hast ja immer dieses kleine Symbol, ne, unten. Ja. Von diesen Maustasten. Du hast eine schwarze und eine weiße Taste. Welche drückst du? Die schwarze oder die weiße? Ich habe jetzt die schwarze gedrückt. Nee, die weiße. Ja. So. Dadurch, dass ich das Spiel eine Woche lang nicht gespielt habe und, ne, ist... Warte mal, ich probiere jetzt was aus. Ey, das kann sich doch keiner mehr geben. Funktioniert jetzt mein Controller. Pad. Ja, also ich hier Pad rausgeholt. Letztes Mal hatte ich so Probleme mit dem Pad, dass der nicht ordentlich reagiert hat. Er funktioniert, ist mir jetzt scheißegal, ich spiele jetzt mit dem Controller. Alter. Jetzt stirbt der auch, weil ich verkacke bei Quicktimes. Vor allen Dingen. Toll, scheiße. Oh no. Was ist denn nun? Der Fuß. Ja, nur noch ein paar Zuckungen. Scheiße. Ja. Also, er ist ja jetzt noch nicht tot. Er ist ja jetzt erstmal nur festgenommen. Wenn du so willst. So, jetzt kann ich nämlich hier. Ja, okay, jetzt muss ich... Willst du... Lass mich raten, diese panische Tastendrücke da drüben symbolisiert mir und signalisiert mir, dass das nicht so funktioniert mit dem Pad. Nee, also das Spiel lässt zumindest Tastatur und Pad-Steuerung instinktiv nicht gleich zu. Denn drauf geschissen, Benny. Schlimmer als Man of Medan kann es nicht werden. Ey, komm, das sind... Wer gesehen hat, wie episch ich da verkackt habe bei den Quicktime-Events. Das Schlimme ist aber... No! Ich kann es doch. Also ich weiß, dass ich es kann und ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Es bringt doch nichts darüber. Hey, ich bin keine Laborratte, mit der man spielen kann. Aber genau das tut er. Genau das tut er. Kann ich den hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Kann ich die Taschenlampe anmachen? Ja, kann ich. So, jetzt rennen wir hier einfach durch. Wahrscheinlich macht er jetzt hinter uns überall die Türen zu. Und möchte uns einfach nur in einen gewissen... Genau, der will unbedingt, dass wir in diesen Raum hier reingehen. Und was jetzt? Haben wir eine Raumnummer? Nö. Weißt du, was ist, weißt du, von wo der Raum ist? Der Raum kommt mir sehr bekannt vor uns. Ja, da ist die Kleine drin gestorben, ne? Genau. Aaron. Jetzt ist die Frage... Ist aber nicht, oder? Also, der kann mich hier nicht an die lausche Ecke erinnern. Nicht? Oder doch, kann so ja sein. Wie weit kann ich denn zurück? Aha, okay. Es war ein Versuch wert. Oh, die Mucke ist aber schon wieder unheilschwanger. Ach, guck mal, hier können wir jetzt wieder mit unserem Messprüfgerät gucken, in welcher Reihenfolge wir das Ganze wieder aufbauen müssen. Drücke zum Ausrüsten. Ja, wir drücken zum Ausrüsten unser Impulsmesser. For the last time, do not pull the main switch until we get someone out to replace the vaulty... Wall, Laura. Aha. Gut, wir fangen an. Mit welchem fangen wir dann an? Wir fangen mit dem hier an. Snip, der geht nach unten und nach rechts. Danach geht der nach oben.
Jo. Dann geht der nach links oben. Ja, was so, denn? Den rechts davon, genau. Hätte ich vielleicht davor sogar noch gemacht. Na warte, können wir ja machen. Wir können ja den wieder ausschalten, den nochmal anmachen. Hast du vielleicht sogar recht. So, dann machen wir den da an. Und als letzten den. Unter Strom. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt sag bloß, wir haben jetzt unseren... unseren Killer ausgetrickst. Kann ich mir nicht vorstellen. Also dazu hat er uns geleitet, zu diesem Raum. Ja, das stimmt auch wieder. Also normalerweise sollte man auch jetzt da nicht so durchgehen, weil... Also ich habe keine andere Wahl, was willst du machen? Irgendwie. Ne, wegen was der Mechanik und so. Ja, ja, ich weiß. Also mir würde auch der Stift gehen. Ich würde auch nicht da durchkommen, ich dicke Ding. Aber dann bei mir müsste die Wand ein bisschen mehr aufmachen noch. Da müsste die Sicherung länger halten. Ja. Nee. 182. Jetzt können wir deine These überprüfen. Oh, aber wir kommen hier nicht rein. No, shit. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir jetzt da bei 182 waren. Okay, hier ist die Tür auch zu. Büchlein. Ich finde doch dieses Schniefen so krass irgendwie. Also kommt dir dieses Bild bekannt vor aus einem anderen Teil? Ein Segelschiff? Ja. Also mir kommt es bekannt vor aus Man of Medan, glaube ich, war das. Aber ein Segelschiff? Hatten wir nicht da auch so ein Poster auf dem Schiff? Was war denn der erste Teil? Der erste Teil war doch Man of Medan, wo wir doch am Anfang mit diesen... Ja, genau. Dings, und da gab es doch auch auf dem Schiff quasi so ein Bild, also auf dem Boot von so einem Schiff, wo wir dann irgendwie mit Unwetter und irgendwas war doch da gewesen. Ja, ihr werdet im finalen Video nachher auf YouTube sehen, ob da jetzt eine Szene aus Man of Medan kommt oder einfach nur so ein... so ein X, so ein rotet. So, Stevie, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können hier in diesen wunderschönen, coolen, rot abgeleuchteten Raum gehen. Wir könnten hier nicht reingehen, aber wir könnten diese Tür hier angeblich öffnen. Tja, na, das ist dein Charakter, Benny. Ah ja, sei meiner. Okay. What you wanna do? Ja, dann öffnen wir erstmal die Tür, weil das... Das andere sieht nicht ganz so. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ach, das ist unser eigenes Zimmer? Das ist unser Zimmer, ja. Lol. Haben wir denn noch ein Quartier? Ja, wir hatten doch hier unten noch unseren Labello unter dem Dings von... Da, guck. Der ist ja da runtergerollt. Was soll uns denn jetzt ein beschissener Labello weiterbringen, Alter? Es ist vielleicht irgendwie... weiß ich nicht, ein Geheimnis. Okay, erinnert mich an die Sea Monkey. Ah. Sie packen einfach nur wieder da unten hin. Okay, schade. Ist denn hier noch irgendwie draußen was? Nö. Und wir wurden beobachtet, kannst du dich noch dran erinnern? Hinter dem Spiegel. Ja, ja. Aber hey, wir haben ein Spiegelbild. Wuhu! Selten in Horrorspielen. Sehr, sehr selten. Okay, das heißt, wir gehen jetzt aber hier rein in das... Zur Hölle. Guck mal hinter das Sofa noch irgendwie, wie ich da hinzeige. Oder, nee, Bett ist das. Das ist kein Sofa, das Bett. Ja, ja, ja. Guck mal, hier gibt's noch ein... Das ist den Tee? Ach nee, doch nicht. Slime. Hünzen! Verabschiede mich mal für heute. Gibt Abendessen. Denn guten Hunger. Lasst dir schmecken, Jojo. Ich hoffe, es geht wieder gut. Und... Na, die Männer. Denn bis nachher. So. Okay, jetzt haben wir wieder eine Münze weiter. Und man möchte, dass wir hinter den Spiegel schauen. Und... Ja. Schön indirekt beleuchtet. Schraubenzieher. Dezent geöffnet. Oh, was zur Hölle. Sind wir jetzt in der Überwachungsgeschichte von dem Typen? Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Okay, 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 okay. Wir gucken uns erstmal hier das da an. Schön. Okay, wir werden irgendwo zerquetscht. Wir sind irgendwo dazwischen. Wir wurden zerquetscht. Okay. Zerquetscht. Stand doch da. Zerquetscht. Ah, ein Spiegel. Wessen Zimmer ist das denn? Das war irgendwo kaputt, der Spiegel, ne? Das stimmt. Erkennst du das Zimmer wieder? Noch nicht.
Nicht wirklich, oder? Doch, ist der Spiegel doch ganz? Was ist das nicht für ein roter Flimmer da irgendwie? Ja, es kann sein, dass der wirklich... Aber ich kann hier auch nichts weiter... Nee, ist... Ach, das waren die Bretter, die so wie Scherben aussahen. Okay. Weil hier können wir ja auch durchgucken. Das ist ja unser Zimmer. Nee, das ist nicht das Zimmer. Das war das andere, wo wir durchgekommen sind. Ja. Genau. Okay. Ist das perfide, ey. Oh, wir haben eine neue Kamera. Nice. Scheiße. Hier sind überall Kameras. Der kleine Stalker. Okay. Blup. Nimm doch die Kamera bitte mit. Nee, kannst du nur untersuchen. Ach. Na, dann gucken wir uns mal hier die nächsten Ansichten an, die wir hier so haben. Was haben wir denn da? Ist die Werkstatt? Kann das sein? Oder? Ja. Aber es sind alles dreimal die Werkstatt. Also, ne, ist immer dasselbe. Dreimal dasselbe Bild. Okay. Aber da ist ja auch hier jemand irgendwie im Hintergrund. Das ist aber ein schöner Desktop-Hintergrund. Na gut, dann gehen wir doch mal weiter gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt zur Hölle ist das denn? Wessen Leiche ist das? Ist das zufällig? Sie möchten wissen, was es heißt, ein Mörder zu sein. Waren Sie je im Kunstmuseum im Zentrum? Dort hängt ein Bild von einem Kerl, weiß nicht mehr, wie er hieß. Berühmt. Er malte geschlachtete Kühe, an Haken aufgehängt. Nehmen Sie mal einen normalen Menschen zum Schlachthof mit. Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Selbes Bild als Gemälde. Und plötzlich haben wir Kunst. Die zwei Sachen sind ein und dasselbe. Naja, nicht wirklich. Sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen, ich habe recht. Sie verstehen. Ich weiß, Sie verstehen. Man muss etwas machen, das bleibt. Den Leuten ein Gefühl geben, das sie vorher nie hatten. Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Denken Sie an Ihre tiefgründigste Tat. Das Schönste, was Sie je erschaffen haben. Und ich verspreche Ihnen, all das ist nichts im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die Angst des Opfers zu sehen. Die verzweifelten Versuche zu fliehen. All das Betteln. Flehen. Der Augenblick. Wenn jemand merkt, es ist vorbei, okay, dann spürt man es. Das ist wahre Kunst. Ich bin kaputter das Witzer, Alter. Muss man sein. Ein Künstler. Ein Bildhauer. Ein Architekt. Ihre Augen leuchten, Agent Monday. Mich halten Sie nicht zum Narren? Oh, Ihr Gesicht. Werde ich Ihr Erster sein? Na dann los! Ich bin hier! Der Raum ist schalldicht! Sie müssen nicht einmal auf das Dröhnen eines Flugzeugs warten. Da sind sie ja. Ich sehe sie. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bloße Hände können sich gut anfühlen, ha? Aber die Klinge sorgt für ein hübscheres Bild. Was? Sie haben Potenzial, Agent Monday. Wenn Sie wirklich ein Künstler sein wollen. Ah. Okay. Heißt also, der Typ ist ein Cop. Wie, und er hat jetzt Gefallen dran gefunden,
Andere Leute. Okay, du hast kaputte Scheiße. So, ich verkacke jetzt die nächsten Quick Times, oder? Komm hier. Jetzt komm wieder mit irgendeinem Atemding ins Moment um die Ecke. Verdammt, das war knapp. Mach schon! So, Kate. Okay, krass. Kann einfach so aufstehen. Naja, nachdem der Strom weg ist. Finde die, anderen. Was hat sie denn hier an? Taschenlampe. Was ist das denn bitte für eine Tasche? Sieht die eher aus wie... Schminkspiegel oder was soll das sein? Ja. Schminkspiegel mit Licht. Okay. Schön. Gehen wir erstmal kurz nochmal hier gucken. Okay, so viel dazu. Gibt hier nichts. Nichts. Gut. Ach ja, Kate ist ja dein Charakter, ne? Genau. Oh, ja, Gott. Kann ich jetzt nur sagen, such. Ja. Also wir gucken uns erstmal um, weil wir müssen erstmal gucken, dass wir hier rausfinden. Genau. Jugend etwas finden. Hier geht's dann auch nochmal weiter? Geht's dann hier auch nochmal weiter? Keine Ahnung. Hier gibt's da eine Tür? Nee, die ist Verschlüsse. Okay, hier geht's nicht weiter. Wäre mal interessant, ob wir jetzt alle, also alle Wände aufstemmen können. Oder jetzt bloß diese eine. Das wäre ja natürlich geil, wenn wir jetzt alle aufstemmen könnten. Dann, guck mal, hier ist nämlich noch das Buch. Ach, guck mal. Das Buch blockiert. Das ist geil. Okay, da gucken wir gleich mal rein. Wir schauen mal kurz, ob wir hier noch was anderes finden. War die Türen waren alle zu, ne, auf dem Gang hier? Ne, nicht alle, weil wir wissen ja auch, dass hier das eine Zimmer, ich glaube ihmchen hier, war doch das Zimmer, entweder ihm, okay, dahinter kommen wir nicht weiter, war doch das Zimmer von Charlie. Aber ne, da kommen wir nicht hin. Trotzdem zu. Na gut, das heißt, wir müssen hier einmal durch. Ich würde es normalerweise, achso, ich muss es erstmal mal ansehen. Selbsthilfebücher sind doch für was gut. Okay, und können wir jetzt hier durch? Sehr gut. Die ist so stark, Lady. Komm schon. Jetzt ruf doch einfach durch. Sag mal, was muss der Tony? Stell doch nicht so an. Warum? Wein auf den Grund. Ja, aber warum ist da jetzt einfach das Licht angegangen? I don't like it. Ist da eine Matratze vor oder was? Ja. Okay, und hier ist Blut. Okay, die Tür ist abgeschlossen, also hier können wir gucken. Ansehen. Was ist denn das da? Ein Schuh. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja. Naja, ist ja eine Animatronik. Hallo? Ich würde einfach mal die Hand reinhalten. Nein, mach denn nichts. Sehe ich den vom Kopf von hier? Von hier kannst du den Kopf nicht sehen, so eine Schnuppe. Okay, öffnen. Oh, shit. Wo sind wir denn jetzt hier? Rotes Licht finde ich mal ganz blöd in diesem Spiel. Ah. Wein auf den Grund, durchsuche das Zimmer. Suche die Zimmer. Ich dachte, wirklich, ich habe gerade gedacht, das wäre so ein Durchgang und da kommt. Okay. So, Stevie hat Lust. Was? Wir können was schreiben? Falls du mich verpasst hast, Michelle. Vormittags schreiben. 8 Uhr. Habe darum gebeten, die Bibliothek oder Musiklounge benutzen zu dürfen. Also bin ich wohl dort. Mittagessen, Familienzeit, 14 Uhr. Können wir im Garten essen? Abends schreiben, 17 Uhr. Die Bar sieht wie ein guter Ort zum Schreiben aus. Abendessen, 21 Uhr. Das ist aber ganz schön spätes Abendessen. Das ja, pass auf. Gut. Ich habe jetzt, also das verdecke ich gerade für den Stream. Warte mal, ich zeig's euch mal ganz kurz. Ich blende mich mal kurz aus. Ja, hier haben wir ja hier dieses Steuerkreuz, was ihr jetzt gerade seht. Und darunter haben wir jetzt die Auswahl. Ein Stift.
Wahrscheinlich, um nachzupinseln, was er noch geschrieben hat. Schraffiere, Benny. So schraffiere er. Okay. Kate kann ihren Stift nutzen, um herauszufinden, was auf dem ausgerissenen Papier geschrieben stand. Na dann. Malz bitte keinen Penis. Jetzt muss ich das machen. Hashtag erwacht sind was? Ah. Air Room Code 1999. Okay, dann schreiben wir das mal auf. Code für Extrazimmer. Gut. Na dann haben wir zumindest schon mal einen Code. Haben wir sonst noch hier? Ach, guck mal, hier haben wir noch was Schönes. Tagebuch, bitte nicht. Manny Sherman. Manny Sherman, die Beste von Arkansas. Von Joseph Morello. Joseph Morello. Warte mal. Das war nicht Dumet auf der Fähre. Das ist Joseph Morello? Obwohl es einfach nur ein Foto in den Luft geklebt. Also heißt dann, ach, der zu heißen. Oder? Also. Oh, oh, oh. So, ich wünsche jetzt mal schon mal ganz viel Spaß. Ich mache mal kurz meine Cam aus. Stevie hat jetzt viel zum Vorlesen. Ja, ja, aber ehrlich gesagt war ich erleichtert, als ich ging. Sie waren nette Leute, die Stewards. Wirklich nett. Beide sind jetzt in den 70ern. Der Vater immer noch stark wie ein Ochse, weil er beim Militär war, bevor er in die Stadt zog, um sich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Die Mutter wurde langsam etwas gebrechlich. Man sah ihr an, dass sie es am härtesten getroffen hatte. Mrs. Stewart hatte mir Kaffee gemacht. Sie erledigte alles mechanisch und ihre Augen wirkten wie tot. 26 Jahre später lebten sie immer noch in diesem Kokon der Abgestumpftheit, den so ein Unglück mit sich bringen kann. Wir haben viel geredet. Es fiel ihnen leicht, über irgendetwas zu reden. Die Nacht, in der es passiert war, die grausamen Details, was sie über ihn dachten. Für sie war es einfach Fakt. Ihre Tochter war einem Serienmörder zum Opfer gefallen. Und das war ihre Welt. Das klingt wirklich gemein. Vielleicht netter formulieren. Ja. Mir gefällt der Satz mit dem Kokon nicht. Gibt es eine passendere Metapher? Alles? Es war ein Schock, als sie anboten, mir Marys Zimmer zu zeigen. Ich zögerte, bedankte mich aber und stimmte zu. Es würde dabei helfen, mir ein Bild von Mary zu machen. Ich folgte Mrs. Stewart. Ich spürte, dass der Mord sein Tribut gefordert hatte, als wir durch das Haus und die Treppe hinauf zu Marys Zimmer gingen. Ihr Mann mied das Zimmer. Alles war ordentlich und aufgeräumt, aber heruntergekommen. Wir liefen über einen abgenutzten alten Teppich, vorbei an veralteten Tapeten und Bildern, meist christlicher Art, die eine dicke Staubschicht hatten. Die Belastung und die finanziellen Folgen mussten enorm gewesen sein. Mrs. Stewart hatte seit Marys Tod nicht mehr gearbeitet. Nochmal, das klingt wirklich gemein. Kannst du nicht einfach sagen, dass sie eine harte Zeit hatten, ohne so einen Detail zu gehen? Vielleicht erklären, warum? Wie ist es schwer, jemandem gegenüberzutreten? Ihre Hausaufgaben stapelten sich neben ihrem Bett. Und die Spielsachen und Puppen aus ihrer Kindheit zierten noch die Regale. Was ihr doch am meisten auffiel, war ihre Uniform. Sie hing noch vorne am Kleiderschrank, bereit für ihre Schicht im Diner am nächsten Tag. Mary war schmal und klein, nur 1,55 groß und unter 45 Kilo. In der Nacht, in der sie entführt wurde, hatte sie keine Chance. Während ich durch die Stadt fuhr, musste ich immer wieder an das Zimmer denken. Milton musste 1995 ein unsichtbarer Ort gewesen sein. Was? Unscheinbarer Ort gewesen sein. Aber jetzt war er fast leblos. Die meisten Gebäude waren mit Brettern vernagelt und die einzigen offenen Läden waren Schnapsgeschäfte. Von denen schon um 11 Uhr morgens Penner standen und tranken. Es war, als wäre die Stadt mit Mary gestorben. Schließlich verblasste Milton in meinem Rückspiegel, während sich das Bild von Marys Uniform in mein Gedächtnis einbrannte. Jetzt gleich Natalie umarmen. Später am nächsten Tag kam ich endlich zu unserem Haus zurück, stolperte über ein Paket, das auf unserer Türschwelle lag. Es war ein brauner Karton und ich hatte keine Ahnung, von wem er war. Hatte Michelle etwas bestellt? Die Neugierde überkam mich und ich nahm es mit ins Haus. Als ich ihn öffnete, fand ich einen alten Kassettenrekorder und 4 Kassetten. Ich hörte mir die erste an. Diese Stimme, unverkennbar. Es war Sherman. Nein.
erwähnen, dass es sich um Interviews handelte. Ja, schau mal an. Hast du Glück gehabt. So, H. was Sherman. Okay. Ja, aber ist doch... Ist nicht mit bei, oder was? Nee, also mehr kommt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass dahinter noch was kommt, weil das sieht so aus, als ob da noch eine weitere Seite wäre. Aber... Nö. Naja, reicht ja auch. Ich finde das halt immer ein bisschen quälend für den Zuschauer. Ihr könnt doch bitte gerne sagen... Das ist richtig, du Penner, Alter. Ihr könnt doch bitte gerne sagen, irgendwie, wenn wir nicht mehr vorlesen sollen. Wenn ihr das selber lesen wollt, irgendwie... Schreibt es mal bitte in den Chat rein. Also wir müssen euch ja jetzt hier nicht malträtieren. Ihr seht, ich stolper öfters mal über Worte. Okay. Also hier geht's nochmal weiter. Oh Gott. Ach, guck mal, oh. Da müssen wir den Code einsetzen. Und, oh, guck mal. Hundi, es gab einen Hundi. Oder eine Katze oder ein Haustier. Oder einfach nur für einen Menschensklaven. Conny! Conny. Okay. Was? Also, wir wissen, Conny, es gab Conny, okay. Wissen wir das? Ja, ach du Scheiße, Alter, was ist denn da schon wieder los gewesen? Oh no, was haben wir hier? Ein kleines, ein schreiendes, ein weinendes Mädchen. Please, stop crying, Mom. Hör bitte auf zu weinen, Mama. Guck mal in den Chat. Ja, wer war Sherman? Wieso? Warum du lachst? Ja, weil ausgestiegen. Ich habe jetzt auch kurzzeitig, ich habe einfach nur geguckt, dass ich scrolle und halbwegs mitkomme mit dem Lesen, aber den Inhalt habe ich nicht weiter verfolgt. Wie so oft, leider Gottes, wenn bedanke wenn, mich. Wenn wir vorlesen, allgemein auch wenn ich vorlese, ich lese das zwar vor, aber manchmal schaltet mein Kopf dann einfach nur aus. Vielleicht muss ich es einfach nur anders betonen. Arkansas, diese Woche! Die Leiche der sogenannten Bestie von Arkansas wurde von mutmaßlichen Grabräubern aus ihrem Grab entfernt! Die berüchtigten Serienmörder, dessen richtiger Name Manny Sherman? Wurde Anfang dieses Monats hingerichtet und seine Überreste auf einem nicht näher bezeichneten Friedhof in Springdale, Arkansas, beigesetzt. Ja, scroll. Danke! Ein ranghoher Polizeisprecher des örtlichen Strafverfolgungsbehörde erklärte auf einer Pressekonferenz: Wir glauben, dass es sich um die Werke von Serienmörder-Fanatikern handelt und gehen verschiedenen Spuren nach. Wir gehen davon aus, dass mehrere Verdächtige beteiligt sind, schließen aber nicht aus, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Obwohl die Ruhestätte nicht bekannt ist, kursieren seit Shermans Hinrichtung Gerüchte in Online-Foren wie Serienmörder-Fans. Scrollen bitte. Von der Presse über solche Online-Gruppen befragt, fügte der Sprecher hinzu: Die Leute, die sich als Fans von Mördern bezeichnen, sind wirklich dumm. Wie sie sich der verabscheuungswürdigen Details solcher Verbrechen bewusst wären, so wie wir in der Strafverfolgung, würden sie ihre Glorifizierung derart abscheulicher Verbrechen überdenken. Die Polizei weigerte sich, den Namen des Friedhofs gegenüber den Medien zu bestätigen. Und Benny war besser? War besser? Er war besser, weil das ist, jetzt weiß ich, wer Sherman ist. Shermano. El Shermano. So, dann gib mal 1999 ein. Ja, das bleibt gut hängen, schön. Hallo? Hand? Ich will grad sagen. Piep. Aber sieht schon geil aus. Ich muss wirklich die Grafik loben. Also jetzt der Glow von den Zahlen, außer den kleinen Details, mag ich wirklich. Bitte weiter vorlesen, ja. Yeah. Astra Tobi, danke dir. Hm, schön. Jetzt hat die Büchse der Pandora eröffnet hier, so ein Mist. Oh, sehr gut. Oh, warte mal, Vorahnung. Kampf? Okay, was haben wir gesehen? Ja. Der Typ kämpft mit Jamie und hat eine Keule in der Hand irgendwie. War das eine Keule oder war das eine Schrotflinte? Ich weiß nicht, sah aus wie die Keule von Negan. Oder können wir noch mal uns das nochmal angucken? Wie hießen die nochmal? Nee, kann ich nicht. Schade. Betsy? Nee, wie hießen die? Betsy? Ja. Lucy, wie ist ja dein Charakter? Möchtest du? Also ich glaube, wir müssen, aber... Naja, bleibt nicht anders
übrig, wa? Rupp die Matratze weg, los. Also wir wissen ja, dass dahinter irgendwer lag. Wir müssen dem... Ach, stimmt. Wird eine Animatronic sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, die sieht aber verdammt echt aus. Oh mein Gott. Du verdammte Axt, Alter. Das ist keine... Wer ist das denn? Ja, weil Mrs. Morello... Mrs. Morello. Lol. Naja. Jetzt sind wir da, wo... Charlie liegt. Ja. Ey, hat er das jetzt wirklich überlebt? Das wär krass. Hä? Was schaut er sich da an? Frag ich mich auch gerade, weil... Wir waren noch unter den Gittern. Und sind's immer noch. Charlie's back! Ja, die Arschlöcher überleben immer. Scheiße. Naja, aber ich will mich nicht beschweren. Vielleicht ist er noch für irgendwas tut. Ja, jetzt hust du nicht so laut, der Typ ist noch da. Oh, Phönix. Phönix aus der Asche, schön. Wunderbar. Aber was hat er sich denn jetzt gerade... Ach, er hat sich die Jacke nur an... Kann er sich jetzt denn sein Feuerzeug hier wieder mitnehmen, damit er noch eine Kippe rauchen kann? Ich glaube, das Ding ist durch. Okay. Charlie! Hallo! Wo ist der Typ hin? Der ist doch noch links abgehauen, oder? Aber sieht noch relativ fresh aus. Na. Okay, das können wir uns jetzt hier einfach nur angucken, okay? Ich möchte bitte nochmal zu bedenken geben, irgendwie, dass diese Spionloch, irgendwie, was wir da gesehen haben in den Ziegel, bis jetzt noch nicht eine Relevanz hatte, irgendwie. Also. Noch? Kommt jetzt hoffentlich noch? Vielleicht kommen wir ja jetzt dazu. Warte mal, sollen wir überhaupt hier lang? Sollten wir nicht lieber da lang? Okay. Nö. Spiel sagt, du gehst hier nicht lang. Kann ich hier? Nee, da kann ich nicht lang. Okay, ich dachte, ich kann so ein bisschen... Weil das bedrohliche Musik. Bedrohliche Musik. Leicht zu offen. Öffnen. Lass mal hier reingucken. Ach, guck mal an. Oh Gott, ach, das sieht auch nicht gut aus. Wer baut denn bitte einen Rollladen in der Dusche ein, Alter? Ich meine, gut. Typen, die halt verstellbare Wände und Folterkammern bauen. Aber wieso denn? Erinnert mich das so ein bisschen an... Doch. Weiß doch jeder. Weißt du, wer das beantworten könnte? Der ist leider Dave, heute nicht im, Alter, Dave. Genau, der ist nicht im Chat mit dabei. Wo ist Dave? Folter Dave. Dave, wo bist du? Wir bräuchten dich. Oh Gott. So, können wir das wegschieben? Ja. Möchten wir das? Push it. Oder willst du erstmal nochmal in den wunderschönen Raum hier, in die Dusche? Wollen wir uns da? Du kannst auch, ja, letztendlich. Ich hab so ein bisschen Angst, wenn wir uns genauer umsehen, dass die Tür einfach zugeht. Ja, weil wenn wir jetzt hier so durchgucken und so, ich meine, wir können es probieren. Aber ich hab die böse Ahnung, dass wir dann. Ja, letztendlich ist das halt. Ich kann jetzt eine Münze werfen, irgendwie. Na, guck durch halt, was soll das sein? So? Was ist da? Hallo? Alter, ist ja auch gar nicht. Man sieht aber auch nicht so richtig. Sieht da ein Rohr? Wie steht 18? Und das jetzt geht's auch wieder los, ey. Hashtag 18. Das sind immer die stumpfen Sachen, die dich abholen, ne? Ja, stumpfes Trumpf, ey. So, okay, gut. Dann schieben wir jetzt mal hier den hässlichen Puppenwagen weg. Achso. Vielleicht zurück und nicht unbedingt dagegen? Also ist der Typ, der uns quasi als Dumet vorhin vorgestellt wurde, quasi Mr. Morello. Ja. Der mit seiner Tochter scheinbar von der Insel fliegen konnte, während seine Frau ihr Mikro stopft wurde. Oder wie? Ja. FBI. Ach du Scheiße. Ist der Typ wirklich, ist das der Cop, der den da ich kann ja nicht mehr sprechen. Ist das der Cop, der den Massenmörder da wirklich im Intro verhört hat und dann selber jetzt zur dunklen Seite der Macht übergegangen ist? Es scheint so. Also, als ob er Gefallen gefunden hat, an Leuten zu quälen und so. Hier hat Reus gesagt. Genau.
Oh Gott. Ah, ja, hier, ich sag's mal wieder, Janne, der hier spricht der Captain der MS Niveau, wir sinken. Achso, sollen wir das überhaupt jetzt hier machen, Stevie? Ich mache jetzt ja, hier gerade irgendwie Blödsinn, das ist ja dein Charakter. Ja. Okay. Mach. Du. Letztendlich steht's ja bloß um. Was steht da? Na geht doch. Bitte! Bitte! Der Typ im Regenmantel! Der Typ im Regenmantel! Okay. Also war gar nicht. Finde einen Weg aus der Werkstatt. Ach. Gar nicht so wild, dass wir den haben. Ja, ne? Sterben lassen? Genau. Untersuchen. Das ist ein Notausschalter. Ne? Erstmal rausdrehen. Wenn man Notausschalter drückt, aktivieren die nichts. Was gibt's hier? Also. Automated Wastes Disposal. Nein. Hier gab es gerade was zum Lesen. Wo ist es hin? Crush Force 2000 PSI, Alter. 150 also Stunden. Keep off you can. Also nicht, nicht aufs Förderband irgendwie. Because of you were crushed between the wheels. Nee, nicht the wheels, sondern was heißt Zahnrad nochmal? The Gears. The Gears. Switch. Okay, switch off. To look out, stay clear, the moving belt. Okay, via the emergency. Okay. Lass mich raten. Guck dich mir erstmal um. Ja, ja, also ich gehe jetzt mal von aus, einfach nur just, ne, damit man mal so lass mich raten gesagt hat, hier, die Puppe muss da drauf gepositioniert werden. Und wir gehen über das Guckloch da hinten gucken, was passiert. Das ist jetzt so meine Theorie. Aber wir gucken uns erstmal den menschlichen Körper an. Vorhersehung, oder? Nee. Doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt nochmal. Was hat er denn überhaupt mit den Augen irgendwie? Also, wir haben ja ständig alle Augen sind entfernt von allen Puppen. Ja, und. Und die haben ein Mikro in der Schnute. Na, und haben wir. Hat der nicht auch irgendwie Ohren gesammelt? Ja, also, laut dem Dokument? Na, von den Leichen haben jetzt aber keine Ohren gefehlt, ne, oder? Nee, das ist richtig. Oh Gott, was? Sie sich gerade bewegt? Es sah so aus, ne? Hier. Oh! Fake. Oh. Oh Gott. Okay. Guck mal den in der Mitte. Sie. Haben keinem weh getan. Lass sie in Ruhe. Wir tun, was du willst. Jetzt mal bitte ganz rechts. Der hätte sich ja Lust, jetzt Soundboard zusammengestellt. Nein! Bitte! Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe, ach du Scheiße. Und wie redet sie von ihrer Tochter? Ich würde sagen, ja. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Das ist Mr. Morello. Können wir jetzt noch irgendwas anderes drücken? Nee. Was ist das für ein Quatsch? Okay, wir können nichts mehr drücken. Müssen wir das in einer gewissen Reihenfolge drücken? Ich hoffe nicht. Um was zu tun? Warte mal, wir können ja. Können wir. Okay, meine Theorie kann nicht mehr stimmen. Wir können ihn nicht wegnehmen. Naja, also, vielleicht. Ne, dann klick mal immer von links nach rechts durch. Ich weiß nicht. Also letztendlich. Also, oder Chat, was würdet ihr jetzt sagen? Irgendwie? Habt ihr jetzt dann Reihenfolge erkannt? Irgendwie? Mann, bitte, Frau, Kind? Oder. Bitte! Ich tue alles! Meinst du wirklich, dass wir eine Kombination drücken müssen? Dann würde ich jetzt nämlich sagen, ganz rechts und dann in der Mitte. Weil das war jetzt der Vater? Nein! Das müsste die Mutter sein? Bitte! Lass sie in Ruhe! Wegen lass sie in Ruhe? Und das müsste die Tochter dann sein, oder? Sie. Ist aber auch nicht. Baut dann Morde nach, ja. Weh getan. Mitte, lass links, rechts? Lass sie in Ruhe! Wir tun, was du willst! Okay, wir probieren es mal Aspatoba. Mitte? Sie haben keinen. Also ich drück's jetzt nochmal, auch wenn wir gerade die Mitte getan. Hatten. Lass sie
in Ruhe. Wir tun, was du willst. Jetzt dann links. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Und jetzt ganz rechts. So steuert mich Benny übrigens. Ja, ich bin ja kein richtiger Mensch. Ich sitze hier nur so ein Animatronik und Benny drückt irgendwelche Knöpfe, die irgendwie mich lustige Sprüche machen lassen. Okay. Käse. Hat also auch nichts verändert. Vielleicht können wir auch nichts machen hier irgendwie. Okay, denn... Kannst du also ansonsten die Puppe... Ja, es ist wahrscheinlich... Also mit der Puppe können wir nichts weiter machen, wirklich. Ja, aber... Was? Also... Warum soll... nö. Oh Gott, noch was. Ja, das ist halt immer die Frage, warum sollten wir da rennen, ne? Irgendwie wahrscheinlich, um in den Raum nach neben anzukommen, aber... Get crushed. Ich seh, komm. Können wir denn den Knopf nochmal drücken, damit... Nee, können wir nicht. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass denn das Förderband einfach ausgeht, aber nö. Ich sehe es aber schon kommen, dass wir hier wieder Quicktimes machen müssen. Und ich heute mit Quicktimes ist... Ich bin heute nicht der Quicktime-Typ. Scheiße, verdammt! Wisst ihr? Sag ich ja. Oh! Oh nein! Oh nein! Ist doch nichts passiert. Mann, er ist doch so ein guter Typ, er hat's doch nicht verdient. Ja, genau. Oh nein, jetzt okay. Ist der Penner am... Ach du Scheiße, Alter. Und jetzt sind so eine richtig fiesen Zermalma. Scheiße. Ja, dann beweg dich doch mal. Steh auf, Mann. Beweg dich. Hoch mit dir. Hopp, 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 Charlie, Alter. Ich sag, heute ist nicht mein Day. So, ich mach jetzt mal den hier. Schön, nice. Ja, wow. Sehr gut. Einen. Ach, der schreddert jetzt schön die Koffer. Ach so, der hat uns ja nicht gesehen. Die sind echt gnadenlos, die Dinger, Alter. Ich hab mir mal ein Video angeguckt, die machen alles platt, Alter. Die machen alles platt. Ja. Ja. Ja, das muss man jetzt nicht wirklich schreddern. Rechte Taste drücken mit. Rechts. Du willst also, dass Charlie überlebt? Irgendjemand sollte überleben, das wäre schön. Ah. Und was ihn jetzt verrät, ist so ein... so ein Angstspruch. From the good time, Chicago 19. Und das nimmt er mit, okay. Als... Das war ein Foto, glaube ich, von den Morellos. Kann das sein? War das nämlich ein Foto von Mark und... seine Ex? Ja, kann auch Kate? Sein. Also, ja. Und ein Farbiger. Im weißen Hemd. Ja, und genau der Falsche überlebt, ey. Weiß ich nicht. Karte, Beobachtungsraum. Shit! Müssten wir jetzt nicht Dings treffen? Wie hieß er? Jess? Jesse, hm? Also davon abgesehen irgendwie, dass die Spiegel von innen auf jeden, weiß ich nicht, warum da jemand hinklopft. Klopft. Um es kaputt zu machen. Aber man kann die doch alle aufmachen. Ich bin's. Hier rein. Vielleicht... sie nicht. Gott sei Dank. Sie nicht. Jeder ja, sie nicht. Was zur Hölle ist das? Das ist ein Fotolabor. Auch schön, dich zu sehen, Kate. Du lebst noch. Hör mal. Ich habe was Neues herausgefunden. Was? Mhm. Der Kerl auf der Fähre, das war nicht Dumet. Das war Joseph Morello. Verfasser von True Crimes. Hab eins seiner Bücher entdeckt. Was hat er mit all dem zu tun? Keine Ahnung. Charlie hat weitere 5 Minuten In einem der Schlafzimmer, da war eine Leiche. Eine Frau. Sie wurde enthauptet. Das war Joseph Morellos Frau. Hab ein Foto von ihr gesehen. Ihr Name war Michelle. Wir sind also nicht die ersten Opfer. Ja. Hast du Mark gesehen? Nein. Das sollte ja nur langsam klar gewesen sein. Ich hab Dumet gesehen. Er schleicht herum. Okay. Psst.
Ja klar, fällt auch gar nicht auf. Logisch. Alter, zwei von hinten. Ran. Also zwei Frauen sollten definitiv in der Lage sein, jemanden von hinten zu überwältigen. Ja. Noch dazu, wenn einer davon noch einen Schraubenzieher hat. Also. Was ich viel geiler finde ist, guck mal, wo die jetzt gerade sind. Im kompletten Technikraum. Er hat Videoübertragung, Aufnahmegeräte, ein Mischpult für unzählige Mikros. Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Tja, was könnte man jetzt da alles Scheiße. So Böses machen? Durchsuche den Regieraum. Oh Mann. Charlie wird sagen, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Dass er eine Maske trägt, um das, was er tut, einer anderen Person unterzuschieben. Das ist wahrscheinlich nur seine Theorie, weil er nicht damit klarkommt, dass ein Mensch... Oh. Sorry, das wollte ich nicht. Dachte, sie erzählen trotzdem weiter, auch wenn sie sich das hier anguckt. Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Dumet. Es ist ein Fehler, ihn als Irre abzutun. Er weiß ganz genau, was er da tut. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Und das ist nicht irre? Nee, überhaupt nicht. Er beobachtet uns seit unserer Ankunft. Mark wurde zuletzt im Keller gesehen. Okay. Basement. Warte mal, können wir hier, guck mal, Charlie. Irre heißt irgendwie außer Kontrolle. Sieh dich doch um. Brennofen methodisch durchgestrichen. Alles. Aaron, Stromausfall, Raum irre. Durchgestrichen. Nein. Also die beiden sind für ihn tot. Ja. Wobei Aaron leider nur wirklich erschrocken ist. Er trägt die Maske einfach als Teil der Vorstellung. Kann höchstens sein, dass er sich bei was unsicher ist und dass sie ihm Selbstvertrauen gibt. Unsicher? Ah. Wie? Kein Selbstvertrauen? Nee, kein fühlt er sich auf Partys nicht wohl? Hat ihn seine Mami nicht genug umarmt? Aber diese Assoziation zu Mami... kann durchaus ein Faktor sein. Und ein lausiger Vater mit Sicherheit auch. Oder sind Onkel. Das vielleicht zwei Täter, eigentlich schreibt der Junge. Einer scheint ja immer zu wissen, wo sie sind. Ja, die... Ja, ja. Keine Siehst schlechte du unsere Theorie. Unterlagen nicht? Ja, aber wer ist jetzt? Ich kümmere mich um das Licht. Jamie! Ich tippe auf Jamie! Wirklich? Meinst du, die ist so? Das ist ein typisches Beispiel. Miese Kindheit, unkontrollierte Wut. Als Erwachsener ist er entweder ein Erfolgsmensch oder ein Sonderling. Nichts dazwischen. Hier ist die Polizei, Mr. Mandel! Hier ist die Polizei! Du. Können Sie bitte die Tür öffnen? Mr. Mandel, ich bin Officer Stanley von der Polizei Chicago. Hören Sie mich! Agent Mandel! Dieser Mandel war doch der verhörende Typ. Ja. Zentrale, hier spricht Officer Stanley. Ich brauche Unterstützung in die West 15th Street. Bitte um Verstärkung. Ich bin in Agent Mandays Wohnung. Hier ist überall Blut und eine Leiche. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich glaube... Okay, ich würde sagen, der Polizist hat es nicht geschafft. Würde ich auch sagen, ja. Was? Carl Stanley. Chicago Police, gegründet 4. März. Oh, man. That sieht not so... Er will eine Machtposition haben. Vor allem über Frauen. Okay, aber warum? Echt viele Leute. Wir reden jetzt hier von einem FBI-Agent. Der kann sich jetzt hier nicht so ein Haus von der ungesunden Obsession mit H.H. Holmes. Wird so umbauen, wie er möchte, Alter. Also so viel verdienen jetzt auch nicht. Ganz klar, er identifiziert sich mit Holmes. Ja, ist richtig. Wir können mal gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Aber wieder können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Stevie? Betreff meine Bestellung von Amber Harris an Brandon Day. Gesendet 6. Juni 2017, 15.23 Uhr. Danke, Brandon. Ich habe unseren Hersteller angewiesen, weiterzumachen. Wir werden Sie wie versprochen in jeder Phase mit Fotos über den Fortschritt auf dem Laufenden halten. Wie im Vorfeld besprochen, lassen wir Diskretion über die Produktion walten. Danke, Amber. Amber. Ach so. Danke, Amber. Ja, jetzt macht es natürlich auch Sinn. Also bei den Amis ist es ja tatsächlich so,
dass du ja immer viel mit den jeweiligen bauausführenden Leuten irgendwie die Bezahlung ausmachst. Wenn der die natürlich alle killt. Ach so, dann fallen ja keine Rechnungen an. Richtig, die Frage ist nur, wie er an diese Grundstück gekommen ist. Aber okay, weiter. Von Brandon Day an Amber Harris. Guten Morgen, Amber. Vielen Dank für Ihre Antwort, die mich beruhigt hat. Ja, die Kosten sind völlig in Ordnung. Bitte weitermachen. Erinnerung, dies sollte vertraulich bleiben. Besten Grüßen, Amber. Nee, oder Brandon. Guten Morgen, Brandon. Ich kann Ihnen versichern, dass alle unsere maßgefertigten Masken sehr robust sind. Sie werden oft bei langen Theaterproduktionen und intensiven Action-Szenen eingesetzt. Das Material für Ihre Maske ist ein kunsthart beschichtetes Holz, das eine erhöhte Festigkeit aufweist und sehr langlebig ist. Die Gesamtkosten würden sich auf $1,800 ohne Steuern belaufen. Lassen Sie mich wissen, ob das für Sie in Ordnung ist. Denn, na, wird unser Hersteller mit der Produktion fortfahren. Danke, Amber. Also, mal ganz ehrlich, $1,800 für eine Maske? Was? Ich glaube, das ist für alle Masken, würde ich jetzt so sagen. Also für eine $1,800 wäre ein bisschen fetter. Ja, du, weiß man's? Können wir eigentlich hier durch die... Nee, durch die Türen können wir nicht, okay. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, einmal rundherum gelaufen. Ja, weil hier können wir jetzt nur noch eine Treppe hoch. Oh, nee, warte mal, wir können auch weiter runter. Ach du Scheiße. Das ist jetzt die Frage, Stevie, hoch oder runter? Nehmen wir erstmal hoch. Voilà. Wir gehen erstmal hoch. Übrigens auch, ja, okay, nicht ganz der Treppenhaus-Simulator. Geht nur eine Etage hoch. Genau. Was piept denn hier so? Das also, ist Schlauber, die Rex. Die piepen nicht so. Doch, die piepen so. Ja. Das ist so und die blinken auch alle völlig wirr. Genau. So, okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Da wollen wir noch nicht hin, weil wir wollen uns ja erstmal noch umschauen. Oh, guck mal, hier hat er seine Kostüme nachgebastelt. Interessant. Geheimnis gefunden. Ach, da gibt's hier, guck mal, sogar mit Stoffdingern hier. Also hier mit so ne? Ein Stoffmuster, ja. Danke, das meinte ich. Stoffmuster. Stoffdinger. Mit Stoffdinger, so irgendwie. Geil. So. Warte mal, schau mal nochmal auf dem Schreibtisch, da lag noch was. Auf dem Schreibtisch? Hier? Exactly. Hier. Yeah. Was ist das? No! Hi, Mr. Monday, hier ist Lucinda Price von Twilight Prairie Care Home. Ich habe schon ein paar Mal angerufen, Sie machen also Tonaufnahmen von Ihrer Mutter. Und wir befürworten die Unterstützung von Verwandten und verstehen, dass Sie Erinnerungen schaffen wollen. Aber uns haben Beschwerden von Bewohnern erreicht, die das stört. Sie stört die Lautstärke und auch der Inhalt der Aufnahmen. Und auch den Tonfall. Wir bitten Sie also, die Aufnahmen mit sofortiger Wirkung einzustellen. Rufen Sie bei Diskussionsbedarf gern an. Danke. Okay. Ja. Nee, also... Eigentlich heißt es Dingsbums. geh mal bitte nochmal zu dem anderen Schreibtisch zurück. Da lag nämlich ohne was. Welchen? Den hier? Da. Ja, den will ich noch nicht drücken, weil wenn wir da drücken, kommen wir nicht wieder zurück wahrscheinlich. Weil dieses Zeichen mit diesen drei Pfeilen heißt immer Next Chapter, Next Step oder sonstige Geschichten. Okay. Da dachte ich mir, jetzt gucken wir uns erstmal vorher an, bevor wir jetzt an so ein Point of No Return kommen. Na gut, okay. Das war halt auch was unten im Keller ist, wahrscheinlich genau. Münzo. Ja, Münzen! Wir brauchen Münzen! Deswegen dachte ich mir, Oboli. Gehen wir jetzt nämlich nochmal kurz Luki Luki machen, bevor wir gar nicht mehr hier hinkommen. Ach, verpassen wir hier irgendwie noch irgendwas Interessantes. Okay, ganz unten. Ja, immer so ein Pakete, kennt man ja. Unter die Treppe geschnitten. So, dann kommen wir nämlich mal hier nochmal ein bisschen lang schmulen. Wer ist das? Was ist denn das? Ach, das ist der Barkeeper! Guck mal, hier, das ist der Bar! Ja, stimmt, jetzt ist er wieder da. Er macht Snuff-Movies, Vater. Cool. Für andere und verkauft die im Internet. Ansonsten kann man sich ja so eine Hütte nicht leisten. So, man hört doch auf, was soll denn immer das Gelese jetzt hier? Warum immer bei mir? Michael wirkt ursprünglich positiv aufgeregt und dennoch immer unruhiger. Selten allein, schwieriger sie zu separieren. Ist gestern Nacht im Hotel herumgewandert. Gelegenheit? Bart nicht im Familienzimmer genommen. Merklich müde am Ende des Tages. Trinkt in Gesellschaft.
ausnutzen. Starke Schlaftabletten. Ja, sie muss bei Tagesende drankommen. Er hält Wein und Schlaftabletten beim Bahn. Separieren! Okay. So, jetzt aber können wir hier wieder unseren Stift nutzen. So, dann fangen wir wieder an zu malern. Oh, ja, 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 ja. Oh. Warte. Separieren, da waren wir schon. Jetzt kommt Harrison Lee. Harrison Lee. Tod durch Ersticken. Falle vor Ankunft der nächsten Gruppe zurücksetzen. Louis Lee, ertrunken. Leiche aus einem Becken fischen. Cecile Hall, tot durch Blutverlust. Nach Aufspießen auf einer Sonnenuhr. Alter. Was? Leiche bereits entsorgt. Kurt Hall, mehrere Schusswunden. Thomas Hall, eine Schusswunde. Hinrichtung. Alter. Alter, der Typ. Der hat es zelebriert. Kann man nicht anders sagen. Also, okay. Das ist ja... Das ist doch nicht... Okay, was haben wir hier? June Collins, 41 Jahre, aufgeschlossen, leicht zu beeinflussen, gesund, scheinbar keine größeren gesundheitlichen Probleme im Umkreis von 1000 Kilometer. Kernfamilie von 5, kein Kontakt zu erweitern. Alter, der hat ja mal richtig recherchiert, der Penner, Alter. Spricht fließend Spanisch und Französisch, beidhändig. Boah, wie ist der sowas? Reist viel, geht spät nachts joggen, joggt auch auf Reisen. Wie, woher, wie geht denn sowas? Jemand, in dem die wegfährt Ersten? Und er sieht, oder? Dass sie Sportklamotten mitnimmt, oder was? Andrew Collins, 38 Jahre, durchschnittlicher Körperbau, war Amateurboxer. Zuerst nehmen. Unbekannte Krankheit, nachforschen. Rechtshänder, unsicher. Kleiner, aber eng verbundener Familienkreis. Können Sie anrufen? Ein Elternteil verstorben, der andere krank. Krankenhausrechnungen. Last? Koffeinsüchtig. Okay. Und das war's, oder wie? Oder? Das ist so perfide, ey. Komplett ausgekundschaftet, ey, Mann. Vor allen Dingen, es geht ja hier auch noch weiter, wie ich gerade sehe. Hier, guck mal. Oh, paralysiert uns. Was hat der denn hier alles? Guck mal hier, Charlie hat da 49 Jahre, Smoker. Der ist doch niemals 49 Jahre alt, der sieht doch wesentlich älter aus. Ja, Smoker, ne? So, was haben wir hier unten noch? Also, das können wir nicht lesen, aber stört uns die Schulde? Chicago? Chicago. Dann wir da noch. Mark 55, Kate Wilder. I don't know. Was hat die? PTSD? Wer? Oh. Kate? Kate Wilder, PTSD. Ja. Paroxetin und Soul Society. Okay. Aha, okay. Interessant. Warum hat die denn... Wieso hat die so ein posttraumatisches Ding... Also, was? Was hat die denn erlebt? Olle Kate. Außer, dass sie jetzt ganz viele Bücher wieder lesen muss. Na, wir werden es jetzt... Das ist alles über mich. Scheiße. Ja, das stimmt nicht. Persönliches Gesundheits- und medizinisches Formular. Name der Patientin, Jamie Turgan. Alter, 26, Geburtsdatum, der 7.8.96, Geschlecht weiblich, ethnische Zugehörigkeit afroamerikanisch, Blutgruppe A-positiv, Augenfarbe braun, Größe 1,56, Gewicht 58 Kilo, Name des Krankenhauses Running Waters Medical Center, Datum der letzten Untersuchung war der 12.01.2022, Datum der nächsten Untersuchung 20.01.23, ist das fies, Alter, Versicherungsnummer, bla bla bla, alles unwichtig. Nächster Anhörer, Wilson Tiergen, ist der Vater, Anstellung, Lawnet Entertainment, Position, Beleuchterin, Medikamente, keine, chronische oder wiederkehrende Erkrankungen, keine, Allergien, keine, weitere Anmerkungen, keine, handschriftliche Anmerkungen, selbstzerstörerische Tendenzen, impulsiv. Okay. Nächste Patientin, Kate Wilder, 30, 92 geboren, weiblich, zugehörig, kaukasisch, Blutgruppe, 0 negativ, Augenfarbe braun, 1,64 groß, 54 Kilo schwer, Name des Krankenhauses, Viewpoint North Medical Center. Datum der letzten Untersuchung 5.11.21. Datum der nächsten Untersuchung 30.11.22. Patientennummer unwichtig. Versicherungsnummer unwichtig. Kontakttelefonnummer unwichtig. Nächste Angehörige Veronica Wilder. Mutter. Anstellung: Lonnet Entertainment. Position: Moderatorin. Jetzt kommen die ganzen medizinischen Worte. Wunderbar hier, Alter.
Paroxetin seit 28.10.21, Anfangsdosis 2 Milligramm, 20 Milligramm oral einmal täglich. Erhaltungsdosis 20 bis 50 Milligramm oral einmal täglich. Maximaldosis 50 Gramm täglich. Patientin hat die Medikamente am 23.02.22 zugunsten von Naturheilmitteln abgesetzt. Chronische oder wiederkehrende Erkrankungen, Angstzustände, Allergien, Penicillin. Ah, guck mal. Gegen Penicillin allergisch. Weitere Anmerkungen. Rezidivierende PTBS. Handschriftliche Anmerkungen. PTBS. Posttraumatische Belastungsstörung. Okay. Oh, hör auf. Ja, wir können es ja ein bisschen abkürzen. Guck mal, du musst ja jetzt nicht alles machen. Wir können ja sagen, okay, jetzt haben wir hier Aaron Keenan. Alleine das Geburtsdatum führt mir wieder vor Augen, wie alt wir doch eigentlich sind. Und ich überlege, 98? Alter. Naja, komm, wir ziehen es jetzt durch. Also, Aaron Keenan, Alter 24, Geburtsdatum, 28.04. 89, 98 meine ich. Geschlecht weiblich, Zugehörige asiatisch-amerikanisch, Blutgruppe B negativ, Augenfarbe braun, Größe 1,63, Gewicht 52 Kilo, Name des Krankenhauses Valleydale Medical Center. Datum der letzten Untersuchung 17.12.21, Datum der nächsten Untersuchung 1.12.22, Patientennummer egal, Versicherungsnummer egal, Kontakttelefonnummer egal, nächste Angehörige Anja Keenan, Mutter, Anstellung Lonnet Entertainment. Position, Tontechnikerin, Medikamente, Corticosteroid, Inhalator. Ist das richtig ausgesprochen? Salbutamol, Inhalator, chronisch oder wiederkehrende Erkrankungen, Asthma, Allergien, Hausstaubmilben, Pollen, Haustiere. Weitere Anmerkungen, keine handschriftliche Anmerkungen, angeschlagenes Selbstbewusstsein. Ja, ist halt, ja. Okay, Mark Nestor. Alter 30, Geburtsdatum der 29.06.92, Geschlecht männlich, ethnische Zugehörigkeit afroamerikanisch, Blutgruppe 0 negativ, Augenfarbe braun, Größe 1,87, 78 meine ich, hab immer so Zahlendreher, 100 Kilo Gewicht, Name des Krankenhauses Hunter Bay Medical Center, Fermen. Datum der letzten Untersuchung 20.09.21, Datum der nächsten Untersuchung 30.10.22, Patientennummer egal, Versicherungsnummer egal, Kontaktnummer egal, nächste Angehörige Brenda Nestor, ist die Mutter. Anstellung Lonnet Entertainment, Position Kameramann, Medikamente keine, chronische oder wiederkehrende Erkrankungen keine, Allergien keine, weitere Anmerkungen kürzlich wegen Akrophobie behandelt, handschriftliche Anmerkungen. Akrophobie, was war denn das nun wieder? Das ist eine gute Frage. Und der geilste von allen, Charlie Lonnet, 49 Jahre, 73 geboren, Geschlecht männlich, Zugehörigkeit kaukasisch, Blutgruppe A, positiv, Augenfarbe blau-grau, Gewicht, Größe 1,78, Gewicht 93 Kilo, Name des Krankenhauses Southside Medical Center, letzte Untersuchung total egal, nächste Untersuchung absolut egal, Patientennummer egal, Versicherungsnummer egal, Kontaktnummer egal, nächste Angehörige Pam Lonnet ist die Mutter, Anstellung Lonnet Entertainment, Position Regisseur, ich habe totale Probleme mit dem Wort Regisseur, kann ich nicht wirklich aussprechen, wie so ein Kloppi, Regisseur. Regisseur. Der Typ, der Regie führt. Chronische oder wiederkehrende Erkrankungen, keine. Allergien, keine. Keine weiteren Anmerkungen. Raucher, handschriftliche Anmerkungen. Narzisstische Seite? Fragezeichen. Ja und ja. Höhenangst? Akrophobie ist Höhenangst. Ja, na klar, natürlich. Er wurde ja doch... Klar, danke. Ja, stimmt. Nee, hat man ja am Intro gesehen. Oder genau. Am Anfang. Ja, ist richtig. So, ich möchte jetzt nicht mehr vorlesen. Also wir sind ja jetzt auch so weit durch, wir gehen jetzt erstmal wieder komplett nach oben, um da jetzt weiterzumachen. Ne, wir wollen ja auch die Story voranbringen. Kannst du Regisseur aussprechen, Benni? Nö. So, nö. Einfach nö. Also, ja, Massachusetts, Massachusetts und Mississippi und genau. So, okay, na dann. Okay. Ja, wir gucken uns jetzt. Over here! Over here! Das hier. Damit bewegt er Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Ja. Wir sollten das gegen ihn verwenden. Mark finden. Nicht Dumet Spiel spielen. Wäre er eingesperrt, könnten wir Mark suchen, ohne ständig über die Schulter schauen zu müssen. Richtig und auch gleichzeitig falsch. Er wird mit Sicherheit okay, so. Irgendwelche... Er ist hier drin, ja?
Wir bringen ihn dazu, den Flur lang zu gehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Ja? Dann kann er nicht mehr raus. Steckt fest. Okay. Mhm. Aber wie willst du ihn dazu bringen, den Flur lang zu gehen? Sie macht einen Lockvogel. Jemand von uns muss... Köder sein. Nein, keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Jetzt ist die große Frage, wer von den beiden... Gibt es keine zweiten Chancen? Naja, wir haben gesehen, dass sie zerquetscht wird. Ich bin der Köder. Wenn du meinst, aber... Okay, wir haben gar nicht die Entscheidung. Wenn du glaubst, es wird nicht klappen, hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Wer ist denn jetzt dran? Du oder ich? Nervös, den brauche ich. Zuversichtlich, nimm du ihn mit. Du könntest den zur Not als Waffe nutzen. Ich behalte den mal. Werd ihn eher brauchen. Ach komm, jetzt musst du auch nicht mehr hier auf Best Sisters machen. Okay. Hier. Ja klar. Ich soll sentimental werden. Best Friends Forever. BFF. Gehen wir es an. Halt dich an den Plan. Natürlich. Wie kommen wir hier raus? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Okay. Halt dich bereit. Du musst es genau timen, damit du ihn erwischst, nicht mich. Also... Okay. Weiß nicht... Jetzt oder nie. Das ist nicht, weißt, Benni, der cleverer? Druck ist hoch jetzt aber. Der Druck ist hoch. Du musst es durchziehen, Ja, aber wäre es nicht cleverer, die technisch versierter ist, die Schaltung übernehmen zu lassen und die keine Ahnung von hat, als Lockvogel einzusetzen? So, ich frag nur mal so für einen Freund. Frag mal für einen Freund, das ist aber auch schön. Gefällt mir. Also. Ich frage für einen Freund. Das macht doch gar keinen Sinn, sie hier hinzupacken. Ja, sie wird nur zerquetscht, wenn Benni nicht die richtige Taste drückt. Da hast du recht, ja, du sprichst es offensichtlich aus, aber diesmal, jetzt hat Benni das. Nach 5 Stunden hat er das System jetzt verstanden, welche Taste zu drücken wäre. Jetzt zieht er durch. Verstehst du? Würden die wenigstens Tasten anzeigen mit A, B, C oder irgendwelche anderen Tasten auf meiner Tastatur und nicht irgendwelche Scheiß-Tasten falsch dargestellt, Benni, auf meiner Maus? Nichts, sich darüber aufzuregen. Hey, ich habe auch schon etliche Hastrian über den Xbox-Pad gebracht irgendwie. Xbox-Pad, gar kein Problem. Was sind für Zahlen? Ja, weiß ich noch nicht. Das sind hier aber identische 6. Zeichen. 6. Wenn wir jetzt nur eine 6 finden, dann, ne, weißt du Bescheid. The number of the beast! Weißt du, 5-5. Ach, hey. Oh, 5. Ja, dann mach dir schon mal. Ach du Scheiße. Welche geschlossen werden? Weißt du jetzt gerade noch, von welchen beiden sie geredet hat? Nee, ne? Ich hab's selbst verrafft. Wir werden sehen. Hier ist der Mechanismus. Oder einfach. War das auf der Karte? Who knows? Sie wird nur zerquetscht, wenn Benni nicht die richtige Taste drückt. Genau, rest in peace. Das sind die Wände. Zwischen 5 und 6. Danke, Lotterly. Okay. Na dann, Taschenlampe aus. Und natürlich, okay. Danke, Vater. Taschenlampe wieder an. Hallo. 5 und 6. 5 und 6, also merken wir uns 5 und 6. Da müssen wir hinrennen. Also da müssen wir ihn ja reinschieben, ne, locken. Schieben ist auch gut gesagt. Ah, was passiert jetzt? Ja. No. Schweinerei, Alter. Das Schlimme ist, du weißt eigentlich, dass was passiert, und du schreckst dich trotzdem. Es ist doch fürchterlich. Ich habe aber jetzt nicht mit meinem Spiegelbild gerechnet. Ich glaube, mit viel Spiegelbild gerechnet. Da erschreckt man sich am meisten. Ja. Oh, okay. Hindernis. Mehr Räume drin. Geplant. Ey, merk dir bloß den Weg, Benni. Ja. Das kriege ich hin. Easy. Wo sind wir hier? Oh! Oh! Mann, Alter! Oh! Ich wollte gerade sagen, guck mal, da geht die Tür zu. Dann gucke ich genauer hin und auf einmal läuft er von links nach rechts. Oh! Ich meine von rechts nach links, Entschuldigung. Scheißegal. Links, rechts, scheißegal. Oh. Okay. Als ob ich jetzt noch weiß, wie. Warte mal, kann ich hier einfach abkürzen? Natürlich nicht. Das wäre ja auch so einfach. Am besten lässt die Tür offen stehen. Oh. So, warte mal, hier gibt es nämlich noch was Schönes. Okay, er stickt irgendwo.
Maskiert. Okay. Hm. Okay, gut, dann schauen wir einfach weiter. Ey, manchmal sind diese Vorhersagen so kryptisch irgendwie. Warte, ist manchmal immer. Aber ja, vor allen Dingen, wir hatten auch noch irgendwann mal ganz am Anfang, hatten wir nämlich noch ein Boot, kannst du dich daran erinnern, so ein Motorboot, was irgendwo explodiert ist? Klippen fährt, ja. Na, ganz zum Schluss. Wenn man denkt, wir haben es geschafft. Weil das kommt ja nun, kam ja nun gar nicht mehr vor. Okay, hier würde es weitergehen, aber diese Tür ist einfach so. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die ist einfach so zugegangen. Lass uns mal da reingucken. Nein. Natürlich nicht. Was ist? Oh, da ist er! Ich wollte wegrennen! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Auf, Stampel auf! Oh, Scheiße! Okay, okay, okay. He's here, he's here, he's here. Vor allem, with no fear. Wie entspannt er läuft. Falsch Taste. Ja, wir sind kurz hängen geblieben, das ist ja gar kein Problem. Guck mal, da krabbelst du durch und gut ist. Wieder falsche Taste. Die weiße Taste, Benny, die weiße Taste. Ja, das ist. Vielleicht will ich auch einfach, dass Jamie. Wo ist sie denn jetzt hingerannt? So, jetzt muss er hinhauen. Jetzt muss es klappen! Natürlich stempelt sie über die Teppichkante! Tu es! Schließ sie! Scheiß sie, drauf! Verdammt! Bring dich in Sicherheit, mach es! Nein, nein, noch nicht! Doch, jetzt! Knappe Kiste! Knappe Kiste, Alter! Für der Vater! Nice, Benny! Nice! Zweimal verkacken, aber da, wo es drauf ankommt, weiß Bescheid. Kriegen die es auch nicht hin. Pass auf, der wird doch. Ich wusste es! Ja, der kennt natürlich sein Haus. Scheiße. Und wir haben den Schraubenzieher nicht. Doch, wir haben den Schraubenzieher. Wir haben den Schraubenzieher. Mach doch die Tür zu. Mach die Tür zu! Jamie! Ja, verdammt! Shit. Nimm noch. Oh Gott. Was macht der denn jetzt? Er treibt uns. You had one job. Oh Gott. Aber das spricht dafür, dass er nicht alleine ist. Oder hat er noch eine Fernbedienung dabei? Wo er mit die Dinger steuern kann. Naja, heißt ja nicht, dass er hinter uns ist. Er kann ja immer noch im Kontrollraum sein. Und. Jamie! No! Fuck. Stiefel zu, wir werden jetzt zerquetscht, Freunde. Scheiße! Das war jetzt anscheinend so eine Glaswand. Echt jetzt? Was ist das? Alter. Ein Knopf? Mit einem Umkehrsymbol. Oh no, 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 no. Was macht er? Drück ihn nicht! Oh, nicht doch, Alter! Nein! Schraubenzieher, steck den Schraubenzieher, wenn der Schraubenzieher ein bisschen aufhält, aber. Sie hat den Schraubenzieher. Steck den Schraubenzieher da unten drin, dass das sich verkantet. Weg! Ja, deine Schulter ist härter. Oh, Leute. Sie hat jetzt aber nach dem Schraubenzieher gesucht. Jamie! Kate, ich glaube, wenn ich das drücke, ändert die Wand die Richtung. Ja, ist doch cool. Sie hat aber keinen Umkehrknopf. Ich würde mich töten, wenn ich nichts tue. Warte! Ich weiß, und wenn ich ihn drücke, dann wirst du sterben. Oh, verdammte Matt! Genau das will er haben. Er will, dass wir uns entscheiden, wer von uns beiden sterben wird. Scheiße. Tut mir leid. Okay, sie hat den Schraubenzieher. Wofür können wir jetzt den Schraubenzieher benutzen? Okay, warte. Bevor wir jetzt irgendeine hektische Entscheidung... Ich mache das nicht sehr oft mit der Pause, aber in dem Fall... Lieber Chat, wenn wir jetzt die Chance haben, irgendeinen von den beiden zu retten, also quasi wahrscheinlich nur einen von den beiden, für wen sollen wir uns entscheiden? Für Jamie, wo Stevie den Verdacht hat, dass sie mittendrin statt nur dabei steckt, ne, mit dem anderen Typen da? Oder für Kate, die Moderatorin, die nicht laufen kann? Ich habe keine weiteren Sachen für Kate irgendwie. Ha. Also, Lotterling sagt auch, Knopf drücken. Vater sagt, die den roten Knopf gedrückt hat. Und sagt noch, oder es passiert nichts. Okay, komm.
Fake-Knopf. Okay. Fake-Knopf. Kann auch es, sein. Das kann auch sein. Ach komm, wir drücken jetzt den Knopf. Drücken. Ich spiele dein Spiel nicht mit, zerknirscht. Ich will nicht sterben. Ja, wie? Na, wahrscheinlich, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Tut mir leid, ich muss. Do it! Der Knopf wird wahrscheinlich wirklich nichts machen. Tut mir leid. Oh Gott, das geht jetzt aber ganz schön schnell. Also, wir haben eine Entscheidung getroffen. Für die Dramatik. Für die Dramatik, Vater. Kann sie jetzt einfach nochmal den Knopf drücken? Es ist nicht deine Schuld, verstehst du? Geh! Ich will nicht, dass du zusiehst. Ich lass dich nicht allein sterben. Ach komm, das ist sowieso. Ach du Scheiße. Okay. Jamie, ich will nicht sterben. Drück doch einfach nochmal den Knopf. Bitte nicht so, bitte! Hey. Bitte! Okay, es war doch kein Fake-Knopf. Freunde. Was für ein qualvoller Tod aber auch. Oh nein! Jamie hat Kate per Knopfdruck getötet. Oh. Sie waren sich zwar nicht immer ganz einig, aber Jamies Kaltblütigkeit überrascht mich doch. Was? Eine nette Melodie, nicht wahr? Ja, super Aaron, nett. Keine Angst, Lied. Ups. Doch leider wirkungslos. Derweil hat Charlie sich als fähig erwiesen. Er hat das Feuer und auch sonst alles überlebt. Ich sag dir, der Wichser ist der Einzige, überlebt, naja. Ey. Scheiße. Hat mein Hinweis von vorhin geholfen? Nein. Ich weiß gar Möchten nicht, was Sie einen weiteren? Ja. Ja. Mal sehen, was Sir Arthur dazu sagt. Das ist aus Der Mann mit der entstellten Lippe. Kennen Sie das? Sollten Sie. Was? Ja, klar. Ein Freund, dem man vertrauen kann, ist immer nützlich. Und ein Chronist umso mehr. Der letzte Teil klingt ganz nach mir. Fahren Sie ruhig fort. Hoffentlich mögen Sie unsere Gespräche. Ich will nicht einschüchtern, sondern helfen. Ich beobachte, was sie tun. Wie immer. Beobachte voller Spannung. Was ist denn jetzt bitte ein Chronist?